Hallo und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, wir tuckeln immer noch auf dem Mars rum. Die erste Kuppel steht auch schon parat für die Menschen. Und jetzt bereiten wir so ein bisschen hier die Ankunft vor hier von den ganzen Häschen. Research complete. Anomaly analyzed. Oh lol. Ah, Geld. Auf der Erde erscheinen mehr Bewerber. Geil. Ja, Moxie würde ich definitiv holen. Den restlichen Teil. Ja, die sind schon sehr langsam. Da würde ich sagen. Das Problem ist, die verladen gerade wie die Irren. Dann verwende ich die Materialien da oben gleich. Die produzieren ja noch so ein bisschen. Na, fünf, dann kann das Ding endlich auch mal abhauen. Hab mich schon gewundert, wie lange ich den Penner noch an der Backe. Die sind eigentlich alle beschäftigt, ne? Scheiß. Ach, sie sind da noch drin, Alter. Nehme mal zwei raus. Und tu die mal da dazu. So. Werde ich da oben mal eine neue Sendeanlage dann noch einrichten. Windrader, genau. Ah, oh, Mann. Scheiße hier. Was ist diese Expedition eigentlich? Was kann die? Oder beziehungsweise was tut sie?
Quartiere, wie viele Leute können da drin schlafen? 14. Da weiß ich nicht, wie viele Leute da drin arbeiten müssen. Da müssen wir gucken. Auf jeden Fall brauchen wir einen Lebensmittelladen. Normales Lebensmittelgeschäft. Wie winzig das ist. Alles so klein wie möglich. Ich weiß nicht, ob das Fitnessareal da wirklich drin sein sollte. Ich werde auf jeden Fall mal eine Wohnanlage bauen. Man sieht die Satellitstaaten. What? Was zusätzliches Inventar? 4 Souls, 4 Stunden. Sektor scanned. Ach so, die braucht es. Oh. Nein. Expedition abbrechen. Ja. Scheiß wirst du. Fliegst nach Hause. Da kommst du hin. Ja, kack. Das ist die Spezialprojekt am Arsch. Ja, ausschwemmen. Ist er da drin hier, ne? Wo ist diese blöde Deponie da? So. Zack. Ja, kack.
Ach so, man muss das hinschicken und bekommt dann Geld. Das ist, aha. Habe ich das also hier gut verstanden, wie das hier funktioniert? Aha. Saatgut, das sind Nutzpflanzen. Erstmal Weizen anbauen. No shit. Das ist ein Ding an Lebensmitteln, kann das jetzt echt nicht mehr scheitern. Das ist echt arschviel. Ja, Commander. Jetzt machen wir hin hier. So, pap. Ich weiß nicht, weil dann hole ich mir erstmal. Gibt's auch kleinere Gärten? Ich wieder schon was freigeschalten? Ja, ist echt so. Machen wir das mal danach, oder? Nein. Genau. Was hilft den Leuten am meisten? Als Entspannung hier. Wie sind es? Rein theoretisch könnte ich die dann verteilen. Also ein Teil da, ein Teil da.
Research complete. Angepasste Sonden. Ich habe mal, was da der nächste Part ist. Ich glaube, ich hole echt mal Leute. Wie langsam das dauert, Alter. What the fuck? Oh, und ich sollte Ding holen. Maschinenteile. Angepasste Sonden, ja, danke. Aber ich glaube, ich hole schon mal die ersten Leute. Ein Botaniker, keine Spezialisierung. Ich glaube, ich hole echt mal Geologen. Ja. Ingenieure ist okay. Ich brauche Botaniker. Botaniker. Also, gesperrte Passagiere, wow. Wo ist sie gesperrt? Was ist er? Nein, ich brauche Botaniker. Ich brauche extrem viele Botaniker. Ist mir scheißegal. Ich brauche Botaniker noch und nöcher. Hier, die muss her. Ja, enthusiastisch ist er. Ja, scheiß auf die Geologen, Alter. Medizinerin nehme ich mit wegen Ding. Die kommt raus. Ingenieure habe ich keinen Bock drauf. Da Kim Tang kommt mit. Gibt's sie frei. Hier die komische Liesel da. Hier Botaniker. Ich muss am meisten Botaniker dabei haben. Scheiß auf die Geologen. Medizinerin, ja, die nehmen wir mal mit. Aber die ganzen Wissenschaftler schmeißen wir alle raus. Oh, die ganzen Botaniker. Ja, nice. Ja, ist doch nice hier, so. Ah, 10 Botaniker. Ich bräuchte nur 6. Schmeiß ich die raus.
Und hol noch Wissenschaftler dazu. Wer war das da oben? Gut, dass das Ding ja nicht weiterläuft. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Surviving Mars. Bis dahin.